Alles klar. Ja, schön, dass ich heute Abend hier sein kann bei dieser Debatte. Ich freue mich, ja, mit uns, also mit euch heute, genau, hier einfach reingehen zu können. Harun, schön, dass ich da sein darf. Ich möchte beginnen, indem ich ein Bekenntnis ablege. Ich bekenne, dass es keinen Gott gibt außer den Dreieinigen und dass Jesus Gott ist. Und mein Ziel ist heute ganz klar, die Bibel als Gottes Wort zu verteidigen und Muslime zu der einzigen Religion, die bei Gott angenommen wird, einzuladen, nämlich dem Christentum. Und das ist das Ziel von heute Abend, die Frage, wurde die Bibel, Gottes Wort, verändert, wurde sie verfälscht oder wurde sie es nicht? Und was ich da zu Beginn gleich sagen möchte, ist, dass wir bei diesem Thema oft eine etwas irrende, führende Argumentation von Muslimen haben. Was wir wahrscheinlich heute Abend hören werden, kann ich mir vorstellen, zumindest hört man das meistens von Muslimen, ist, dass es zwischen den verschiedenen Manuskripten der Bibel Varianten gibt, Unterschiede gibt und dass damit eben die islamische Behauptung, dass die Bibel verfälscht worden ist, belegt sei. Aber, und das möchte ich gleich zu Beginn mal so klar sagen, ob die Manuskripte des Alten und Neuen Testaments, okay, ich sehe meine Rechtschreibfehler, hätte ich korrigieren müssen, aber ja, ob die Schriften des Alten und Neuen Testaments verändert worden sind oder nicht, hilft der islamischen Sicht, dass es die Tora oder das Injil als islamische Bücher gegeben haben soll, in keiner Weise. Angeführt dazu gibt es auch Textvarianten zwischen verschiedenen Koranausgaben. Also wenn wir diesen Maßstab anwenden, dass Manuskripte, die sich unterscheiden, Zeichen, dass das Buch verfälscht worden ist, dann würde dasselbe heute auch für das Buch von Harun gelten. Genau, die Tora und das Evangelium, ich nenne sie mal die Phantome der Geschichte, die beiden Bücher, die laut Koran und laut, ja, die laut dem Koran existiert haben sollen, als Bücher, die, so wie der Koran, zu einem Mann namens Mohammed herabgesandt worden sein soll, herabgesandt worden sein sollen zu Mose, Musa und Isa, wie, ja, wie Jesus genannt wird im Koran. Genau, so diese Bücher sind nicht in unserem christlichen Sinne quasi vier Evangelien und das fünf Buch, die Tora, sondern, also die aus fünf Büchern bestehende Tora, sondern werden als jeweils eine Schrift, als ein Buch gesehen im islamischen Verständnis und gelten als verschollen. Diese Bücher gibt es heute nicht mehr. Das Evangelium, das Injil, die Tora, die Jesus und die Mose bekommen haben sollen, existieren nicht mehr. Und das Interessante dabei ist, keine vorislamische Quelle erwähnt diese Bücher. Es widerspricht allem, was wir aus der Geschichte wissen, dass solche Bücher jemals existiert haben sollen. Es gab noch nie das eine Evangelium, sondern schon immer vier verschiedene. Es gab noch nie die eine Tora, sondern immer schon eine Sammlung von fünf Büchern. So, wie ist es zu erklären? Es ist wohl ein Missverständnis der Koranautoren, die aus dem aramäischen Raum kamen, im 8. Jahrhundert, die ja sehr wahrscheinlich den Koran geschrieben haben. Das Injil ist wahrscheinlich das aramäische Diatessaron von Tatian. Das war eine Sammlung von den vier Evangelien, die die chronologische Lebensgeschichte von Jesus nachzeichnen wollte. Und die in syrischen Gemeinden, also auch dem Raum, wo der Islam entstanden ist, in Mesopotamien, gebräuchlich war als alleiniger Evangelientext. Wahrscheinlich war das einfach ein riesiges Missverständnis und deswegen finden wir im Koran die Rede von dem Evangelium, das es nie gab. So, das ist, so, warum gibt es das nicht mehr? Laut Aussage von Muslimen, weil die Bibel verfälscht worden ist. Das haben die ersten Muslime nicht geglaubt. Diese Lehre kam erst später auf, als sich der Islam ausgebreitet hat und man gemerkt hat, dass das, was in den Schriften der Juden und Christen drinne steht, nicht zusammenpasst mit dem, was was im Koran steht. Und damit wurde eben die Idee der Bibelverfälschung geboren. Aber da finden wir eine irreführende Argumentation von Muslimen. Denn Muslime meinen etwas anderes, wenn sie von Bibelverfälschung sprechen, als Textkritiker das meinen, wenn sie dieses Wort in den Mund nehmen. Also Muslime meinen damit in der Regel, dass die ursprünglichen islamischen Bücher Tora und Injil von Juden und Christen verfälscht worden seien. Aber selbst wenn wir anhand der Textkritik zeigen könnten, dass Wörter und sogar ganze Sätze in den Schriften von Altem und Neuen Testament verändert worden sind, dann hilft es der islamischen Position in keiner Weise. Also selbst wenn Harun heute erfolgreich zeigen kann, dass die
das Matthäusevangelium und das Markusevangelium und der Thessalonicher Brief und der Römerbrief, dass da massive Veränderungen vorgenommen worden sein soll, dann hilft es seiner islamischen Position 0,0, dass die Tora und das Evangelium verändert worden seien. Da müsste er heute Abend Beweise liefern, die zeigen, dass diese Bücher existiert hätten und dann verschollen sind. Und das ist eine etwas, also ich erwähne das jetzt hier auch, weil oft Muslime auf die Textkritik und auf unterschiedliche Textmanuskripte sich berufen, um damit zu zeigen, dass sie, dass das, was in ihrem Koran angeblich stehen würde oder was ihre Dawa-Leute ihnen beibringen, stimmt, nämlich dass die Bibel verändert wird, worden ist, während das absolut nicht der Fall ist. Denn wenn Muslime von der Bibelverfälschung ausgehen, dann müssen sie da von einer systematischen Veränderung der Lehre, der angeblich islamischen Lehre, die in den Schriften der Juden und Christen einmal drin war, ausgehen. Und eine systematische Bibelverfälschung, von der kann anhand den Erkenntnissen der Textkritik, da kommen wir gleich noch drauf, was das ist, keine Rede sein. Also es kann keine Rede davon sein, dass das, was die Textkritik als Bibelverfälschung betrachtet, dasselbe ist, wie das, was Muslime damit meinen. So, was da auch ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass das heutige islamische Inspirationskonzept nicht die Deutungshoheit über die Bibel hat. Ich sage ganz bewusst, das heutige Inspirationskonzept, die ersten Muslime waren sich in vielen Dingen total uneins, unter anderem auch in der Rolle vom Koran und in dem Inspirationsverständnis. Aber es hat sich die Sicht rausentwickelt, Stichwort Mutazilliten an der Stelle, dass der Koran das ewige, präexistente Wort Gottes ist, der von aller Zeit im Himmel war. Und mit diesem Blick gehen Muslime an den Koran. Die sagen, da war ein Buch, was schon immer im Himmel war, das wurde irgendwann herabgesandt an einen Propheten und jede Veränderung an diesem Buch wäre eine Veränderung von Gottes Wort. Genau, mit diesem Blick gehen jetzt Muslime an die Bibel ran und sagen, wenn da irgendwo auch nur eine Textvariante ist, dann zeigt es schon, dass das Wort Gottes verändert worden ist. Und vielleicht, ich tue es jetzt ein bisschen überspitzt darstellen, vielleicht wird es der Harun heute Abend nicht so vertreten, aber viele Muslime implizieren genau das. Und da ist wichtig, als Christen und auch die Juden haben wir nicht dasselbe Inspirationsverständnis von den Heiligen Schriften, wie Muslime das haben. Genau. So, Jesus erlehrt, dass die Proklamation der guten Nachrichten durch Augenzeugen das Schriftkonzept von den Evangelien ist. So, das Zeugnis der Augenzeugen, das, was die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, gesehen haben, das sollte festgehalten werden. Und darum wurden die Evangelien geschrieben. Aber Christen glauben nicht, dass da die Evangelien präexistent im Himmel waren und dann den Evangelisten herabgesandt worden sind. Wir sehen, dass an anderen Stellen die mündliche Tradition der Lehre Jesu, der Botschaft parallel mit der Schrift weitergegeben worden ist, zu der Zeit der Apostel beides zusammen. Und das Entscheidende war immer, ob eine Übereinstimmung da ist mit der apostolischen Lehre. Aber es wird klar in den biblischen Schriften, dass es nicht um die Schrift als solche geht, sondern um den, auf den die Schriften hinweisen. Deswegen, das Christentum, das basiert nicht auf einer Herabsendung von Schriften, sondern auf einem historischen Ereignis, auf der Kreuzigung und auf der Auferstehung Jesu. Ich scroll nochmal zurück. Das war die Botschaft, die von den Augenzeugen weitergegeben worden ist und um die es im Christentum im Kern geht. So, deswegen, um zu zeigen, dass das Christentum falsch ist, dann müsste der Harun jetzt nicht zeigen, dass hier und da mal eine unterschiedliche Textvariante besteht zwischen verschiedenen Manuskripten von Altem oder Neuen Testament, sondern er müsste zeigen, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist und nicht auferstanden ist. Deswegen, alle diese Fragen, wie viele Bücher gehören zum Bibelkanon, gibt es unterschiedliche Textvarianten bei den Manuskripten, das sind christliche Inhouse-Debatten. Ich sage nicht, dass es unwichtige Fragen sind, aber sie sagen nichts über die Wahrheit des Christentums aus. Das ist wichtig zu verstehen. Genau. Okay, ich überspringe das einfach mal. Also einfach nur diesen Punkt. Die Bibel versteht sich nicht als ein präexistentes Buch, das von Allah herabgesandt worden ist. Und deswegen muss sie auch nicht nach diesem Maßstab verteidigt werden. Genau, was muss denn bewiesen werden können? Was bewiesen werden können muss, ist, dass Leben, Wirken, Sterben und Auferstehen Jesu Christi passiert sind. Dann kann das Christentum als wahr bewiesen werden. Alles andere sind Inhouse-Debatten. Genau, hier einfach nochmal zur Untermalung davon. Genau, und
Das sehen wir schon. Die ersten Christen haben nie behauptet, dass das griechische Neue Testament perfekt sei oder dass alle Manuskripte perfekt miteinander übereinstimmen. Wenn wir uns die Kirchenväterschriften angucken, dann sehen wir, dass sie sagen, ja, da gibt es manche Leute hier und da, die tun da Sachen hinzufügen oder wegnehmen. Aber warum das kein Problem ist, da kommen wir gleich noch drauf. Der Punkt ist einfach, die Botschaft Tod und Auferstehung Jesu Christi sind das Entscheidende. Nicht eine perfekte Überlieferung von Schriften, weil wir ein anderes Schriftverständnis haben. Okay, genau. Fakten über das Neue Testament. Das Neue Testament hat die breiteste Bezeugung, also die meisten Manuskripte von allen antiken Werken jemals, die größte Zahl an Übersetzungen. Das bedeutet, wenn jemand die Bibel hätte verändern wollen, hätte er auch alle diese verschiedenen Übersetzungen verändern müssen. Das müssen wir uns auch vor Augen halten. Jemand hätte nicht nur die griechischen Originalmanuskripte verändern müssen, er hätte auch die syrische, koptische, äthiopische Übersetzung und so weiter verändern müssen. Und die wichtige Frage, und die möchte ich heute Harun stellen, ist, wer hat denn die Texte verändert? Wer soll das gemacht haben? Wessen Interesse wäre das denn gewesen? Wie wurden die Texte verändert? Warum haben andere dabei mitgemacht und wo wurden sie verändert? Ich sage, eine systematische Verfälschung der Bibel ist logistisch unmöglich. Wir sehen zum Beispiel, wie Peter F.E. gesagt hat, allein auf der Basis der Manuskripttradition kann gesagt werden, dass die Werke des Neuen Testaments der Christen die am häufigsten kopierten und weitflächig verteiltesten Bücher der Antike waren. So, das heißt, in all diesen Gegenden, wo wir jetzt hier gerade rot markiert haben, gab es Christen. Wenn jemand die Bibel hätte verändern wollen, hätte er in alle diese Regionen gehen müssen und überall dort, in allen Privathaushalten, in allen Kirchen, in allen Synagogen, in allen, ja, überall hätte er zusammenkratzen müssen, was es an Bibeln gab, um sie systematisch zu verändern. Mit systematisch meine ich, andere Lehren hineinzubringen. Islamische Lehren rauszustreichen, die da angeblich mal drinne gewesen sein sollen, und andere Lehren reinzubringen. Genau, also Ende des ersten Jahrhunderts kann man schon bereits 60 Städte oder Landschaften nachweisen, in denen es christliche Gemeinden gab. Unzählige Privathaushalte, es gab verfeindete Königreiche, wo Christen logistisch so voneinander getrennt waren, geografisch so voneinander getrennt waren, dass die gar keinen Zugriff zueinander hatten. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise im Römischen Reich Schriften verändert worden wären, systematisch und groß angelegt, dann hätte das mit den Schriften im Persischen Reich, wo es auch Christen gab, gar nichts gemacht, weil die keinen Kontakt miteinander haben konnten über Jahrhunderte. So, das heißt, eine systematische Veränderung ist deswegen völlig unmöglich. Genau, jemand hätte eine der größten Unternehmungen der Menschheitsgeschichte unternehmen müssen, von der komischerweise niemals jemand was mitbekommen hat. Niemand hat dagegen protestiert, niemand hat die Originale verwahrt. Das ist eine Verschwörungstheorie auf dem Level von flacher Erde oder dass die NASA die Mondlandung nur gefaked hat, aber hat nichts mit wissenschaftlichem Arbeiten zu tun. Dazu kommen noch die ganzen Zitate der Kirchenväter. Jemand, der die Bibel hätte systematisch verändern wollen, hätte auch alle Briefe und Predigten und Schriften, die neutestamentliche Zitate enthalten haben, systematisch verändern müssen. Nicht nur das, er hätte auch die Schriften der Heretiker verändern müssen. Das heißt, er hätte irgendwie Zugang zu den Schriften von christlichen Irrlehrern bekommen müssen und entweder gewaltsam die von denen abdrücken, dafür haben wir keinen Hinweis, dass es sowas jemals stattgefunden hat, oder eben von diesen Heretikern bereitwillig die Bibeltexte zum Verfälschen hingelegt bekommen haben sollen. Und wir können uns alle vorstellen, das ist natürlich absurd. Also eine systematische Bibelverfälschung absolut ausgeschlossen und unmöglich. Also mit systematisch meine ich, dass irgendwelche Lehren reingenommen oder rausgenommen worden sind. Also die Bibelfälscher hätten alles Mögliche ändern müssen, was natürlich unmöglich ist. Wie hätten sie das machen können? Es hätte von oben ein Kontrollorgan geben müssen, was es nie gab. Ja, sie hätten mit den Heretikern zusammenarbeiten müssen, einen Bibeltextdetektor haben und extrem schnell, um überall in der ganzen damaligen Welt schnell alle Manuskripte zu finden, bevor die schon wieder kopiert und weiterverbreitet werden. Also systematische Bibelverfälschung ausgeschlossen. Es war unmöglich bereits zum Ende des ersten Jahrhunderts. Es hätte so früh passiert sein müssen, dass es eigentlich schon ja, ganz am Anfang war und wir dann mit vom Original sprechen müssen, weil sobald diese Schrift in einer Gemeinschaft frei zirkuliert und unkontrolliert zirkuliert ist, war es völlig unmöglich, dass jemand ihren Text verändert. Dazu kommt, es gibt keine stille Post im Neuen Testament. Die Botschaft wurde schriftlich, nicht mündlich weitergegeben.
Wir haben vielfache voneinander unabhängige Ketten der Textüberlieferung. Das heißt, in Byzanz, in der alexandrinischen Textüberlieferungskette, im Weströmischen, im Oströmischen Reich. Genau, wir haben die Kirchenväterzitate, Apostel waren bis zum Ende des ersten Jahrhunderts am Leben, hätten also auch nicht jetzt die Schriften verändern können, werden können, ohne dass jetzt da die Apostel eingeschritten wären. Genau, also das mal dazu. Omar, du sagst gar nichts, meine 15 Minuten sind, glaube ich, eigentlich schon vorbei. Genau, ja, ich dachte, ich will dich nicht unterbrechen, aber du siehst die Zeit. Kann ich noch eine Minute haben, die mir dann später abgezogen wird? Das darf Harun entscheiden. Okay, gut, dann mach das, ja. Alles gut. Okay, super. Ja, dann, dass ich noch kurz durch die wichtigen Punkte gehe. Also, was einfach hier nochmal zum Vergleich, wenn wir mal die Manuskripte des Alten Testamentes, des Neuen Testaments vergleichen mit Manuskripten von anderen antiken Werken, das sehen wir, dass wir bei dem Neuen Testament viel mehr, viel ältere Manuskripte, die viel näher dran am Original sind, als bei allen anderen klassischen antiken Werken. Also Neues Testament ist, wie Kurt Arland gesagt hat, der Leiter des Instituts für Neutestamentliche Textforschung, besser überliefert als jede andere Schrift der Antike. Genau. Also, wenn wir Skeptiker dieses Levels werden, müssen wir alles anzweifeln, was wir über die Antike wissen. Und das ist natürlich absurd. Plus, es kommt noch dazu, dass im Islam selber, dass im Islam selber, im Koran selber eine Bibelverfälschung eigentlich ausgeschlossen wird. Okay, das ist mal an dieser Stelle von mir.